Hallihallo, hier ist wieder der Martin aus Bangkok, heute vom Lumpini Park. Und zwar ist hier das Rote Kreuz Festival. Das geht ein paar Tage, ist also, ich glaube, gerade erst angefangen. Ich werde später nochmal sicher an einem Schild vorbeikommen, wo die einzelnen Daten draufstehen. Aber hier, das ist ein Riesenfestival. Und wer in Thailand schon mal auf solchen Festivals gewesen ist, das ist größtenteils Promotion. Eine riesengroße Verkaufsveranstaltung, angefangen von Kosmetik über Haushaltswaren, Klamotten, Haarpflege, aber auch hier Auto, Zubehör und. Und natürlich Streetfood. So, wir machen jetzt mal hier einen Rundgang und das wird sicherlich ganz interessant werden. Hier sind sogar die einzelnen Ministerien sind hier vertreten, Land Transport Office und einige andere. Jetzt geht langsam in das Getümmel rein. Lass uns ein bisschen Spaß haben und uns einfach mal hier umschauen, was hier so los ist. Ja, wie ich sagte, hier zum Beispiel Haushaltswaren. Angefangen von Wasserspendern über Kühlschränke, Eiswürfelzubereiter. Es gibt hier wirklich alle möglichen Geschichten, wo man überhaupt nicht dran denken würde. Wir werden da sicherlich noch von dem einen oder anderen Stand überrascht. Und Promotion, laut ist es. Deswegen habe ich gerade am See angefangen. Es ist also mitunter wirklich sehr, sehr laut hier drin. Und zwischendurch immer wieder so ein paar Pavillons, also Kultur. Tagsüber normalerweise der Lumpini Park ist ja ein Ort der Ruhe, der Entspannung. Jetzt im Moment ist davon nichts zu spüren. Also es wird hier verkauft ohne Ende. Hier Kaffee, viele Markenprodukte auch hier. Hier wird nur das Birdie Kaffee promotet. Leckerer Kaffee, den gibt es auch im 7-Eleven immer wieder überall. So, wir schauen mal, ob hier für mich auch was dabei ist. Was gibt es hier für mich, für den Martin? So, Sawadika. So, hier. Nette junge Damen verschenken hier den Kaffee und wir probieren auch mal. So, hier, Großgemeinde. Eiskalter Birdie-Kaffee. Den trinke ich normalerweise in Dosen, also in den kleinen Dosen 7-Eleven. Macht keinen großen Unterschied, ob Nescafé oder Birdie. Da gibt es noch ein paar andere Marken. Was gibt's hier? Mal gucken, ob wir auch noch was umsonst bekommen. So, was haben wir hier? Ah, die Leute stehen schon an. Zum Anstehen sind wir ja nicht hier. Das könnte sonst lange dauern. Was gibt's denn hier? Gibt's hier so Chicken McNuggets oder was soll das sein? Ah. Was gibt's hier? Lass mal gucken. Oh, mal hier. Frittierte Geschichten auf jeden Fall. Prom ja, Papi. Mei prom, ga dong prom, lala. Man bieb, bang kap. Ma. 3, 2, 1, rung, ga, leu, ga, leu, ga, leu, ga, leu, 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 Keep, 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 leu, leu, ja, tip, ja, tip, keep, 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 leu, keep, leu, mut, bila. So, das waren 10 Sekunden. 10 Sekunden mit dem Stäbchen rausfischen, was geht. Ja, und hier sehen wir nochmal eine Veranstaltungshalle, Red Cross Fair Century of Charity. Hier gibt es natürlich auch Spendenaufrufe, hier kann man Lose kaufen, um Gutes zu tun. Und dann werden hier Preise ausgelobt, Riesenpreise, sogar Motorbikes, Fahrräder. Komm, wir schauen mal, was hier los ist. Ja, das sind Preise. Honda Motorbike, Kühlschränke. 30,000. Also, hier ist was los.
ไม่มีเงินสดไม่ต้องกลัวเรามีบริการสแกนจ่ายนะฮะคือ Hier zum Beispiel auch alles für den guten Zweck. Hier kann man vom Baum irgendwelche, ich denke mal, das sind wie Lose, kann man mit einer Angel da oben runterholen und dann wird hier entsprechend ein Preis ausgelobt. Also, es ist hier ein Fest für die ganze Familie. Wie gesagt, wir bewegen uns ein bisschen schneller vor, weil das Fest ist riesengroß. Wir wollen noch einiges zu sehen bekommen. Was gibt's hier? Hier gibt es Kakaoprodukte. Ja, also es ist wirklich, ich sag mal, Verkaufsveranstaltung hin und her. Es hat ja auch alles etwas Gutes für sich. Und mancher findet auch hier das Produkt seiner Träume, seiner Wahl, wie auch immer. Es muss ja nicht für jeden was sein. Alles kann, nichts muss. Hier so kleine Wasserausläufer. Es ist, guck mal hier, wie viele Menschen hier sind. Es ist unter der Woche, mitten in der Woche, also Mittwoch quasi. Und wir sind mittendrin. Ich habe auch keine Orientierung im Moment. Ich weiß nicht, von wo es nach wo geht. Auch die Anordnung des Festivals ist jedes Jahr anders. Und weil jetzt auch die Covid-Zeiten vorbei sind, ist sowieso mehr los. Wir hatten letztes Jahr das Fest auch, ich habe jetzt Sinn. Aber das war ja quasi noch mehr oder weniger ein Testlauf, wenn man so will. Denn das Jahr davor hatten wir noch ein bisschen Covid hier. Also, davon ist heute nichts mehr zu spüren. Außer wenn man sich umschaut, dass viele Leute noch mit Maske unterwegs sind. Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Wir gehen jetzt einfach mal hier diesen Weg hinunter und ich denke mal, man kann so einen Rundlauf machen. Dann kommen wir da später auch wieder zurück. Also, es sind hier 100.000 Leute. Ja, und das ist wirklich kein Spaß. Denn Bangkok als mindestens 12 Millionen Stadt hat also das Potenzial, jedes Festival voll zu bekommen. Und so dieses auch. Ich bin noch ein bisschen erkältet, aber deswegen ab und zu mal husten. Guck mal hier. Immer zwischendurch natürlich auch unser Freund zu sehen. Ja, hier auch. An manchen Stellen, die Leute müssen wirklich auch anstehen, um da reinzukommen. So, was wird hier gemacht? Hier wird auch wieder irgendeine Promotion gemacht. Guck mal hier. Was immer das auch bedeutet, sie steht jetzt in der Mitte. Und da wird so eine Rundumaufnahme gemacht. Keine Ahnung, was dahinter aber rauskommt. Aber das muss eine Bedeutung haben. Ja, und immer wieder zwischendurch auch was zu essen dabei. Man kann sich auch hier auf den Wiesen hinsetzen. Manchmal sind auch Tische angeordnet, aber Plätze zum Verweilen und zum Essen sind eigentlich eher weniger da. Hier wird frittiert. Hier wird fleißig frittiert. Und das sind diese... Die werden normalerweise in der Pfanne gerne auch gemacht, aber hier richtig schön frittiert. Irgendeine, wer es weiß genau, kann es gerne mal unten in der Beschreibung lassen. Das ist so eine Art Grünzeug im Teichmantel und dann frittiert. Hallo! So, wir gehen einfach mal hier durch. Hier gibt es ein paar nette Geschichten. Hier Dumplings. Schön gedünstet hier. Ja, es ist einmalig hier.
3อย่างมา20บาทรวมได้ของเกษตรกรได้เราอยากกินรวมกันได้นะอยากมาเพื่อนกันรวมกันได้เอาคนอย่าง3อย่างเอาไป120บาทSo, hier zum Beispiel Schweinefleisch, Schweinefleisch, Schweinefleisch. Guck mal hier. Das ist was für uns. Guck mal, wie saftig, wie frisch und saftig hier das Schweinefleisch aussieht. Guck mal hier. Da läuft einem das Wasser nicht mehr im Mund zusammen. Wird alles peinlich genau abgewogen. 100 Baht für, ich denke mal 100 Gramm. Hier geht richtig Geld über den Tisch, weil hier viel verkauft wird. Und hier ist das, das Muster. Guck mal hier. Damit du weißt, was du hier bekommst. Das ist Schweinefleisch pur. Ich kann nicht mehr. Ich habe noch nichts gegessen, außer am Mittag. Ja, was gibt's hier für Würste? Würste aller Art, guck mal hier. Ich sag ja, die Thais, die sind verrückt nach Würsten. Und die dicken Würste, die sehen gut aus. Da könnte ich mir auch gleich eine von genehmigen. Ja. Schöne Würste. Special Promotion. Hier, es wird viel frittiert in Thailand. Guck mal hier. Leckere Geschichten. Viel aus der Fritteuse. Also ist nicht alles gesund, aber hier auch. Tintenfisch. Squid Eggs und Fleischbällchen. Das ist der Wahnsinn. Die Squid Eggs übrigens, sehr lecker, wenn die richtig heiß aus der Pfanne kommen mit der Soße drauf, also ein Genuss, gibt es meistens ab 50, ja gut, hier 60 Baht, 60, 100 und 200 Baht, aber ist eine wirklich leckere Angelegenheit. Und hier die Soße, guck mal hier, Sushi, frischer Lachs, und hier wird Schlange gestanden. Somtam oder ist es Yamama? Alles gibt's hier. Guck mal, der frische Lachs hier. Die Leute stehen Schlange. Ganz normale Preise hier, also nicht irgendwie überteuert oder besonders günstig. Ganz normale Preise zwischen 60 und 100 Baht hier. Guck mal hier. Seafood, es tropft hier runter. Es ist der Wahnsinn. Es tropft, es tropft, es tropft. Ja, und Musik überall und laut muss es sein. Hier wird fleißig gekocht. Die Krebse werden zubereitet. Es gibt, wie gesagt, das Ganze als Salat hier. Guck mal hier. Mit Röstzwiebeln. Röstzwiebeln wird wahnsinnig. Ich bin letztens im IKEA gewesen hier. Zur Eröffnung des neuen Einkaufszentrums mit dem neuen IKEA. Und ich sage euch eins. Wir gehen ja schon mal gerne in den IKEA und essen dann beim Rausgehen nochmal so einen Hotdog. Kann man sich ja dann selbst Ketchup, Mayo, Remoulade, nicht Mayo, Senf, Gurken und Zwiebeln drauf machen, ja. Hier in Thailand gibt es weder Remoulade, noch die Zwiebeln, noch die Gurken. Also hier gibt es nur den Hotdog mit Ketchup und Senf. Das ist natürlich, ich war sehr, sehr traurig. Aber sei es drum. Wahrscheinlich, weil die Röstzwiebeln natürlich hier auch schnell durch die Luftfeuchtigkeit vielleicht schnell nicht mehr kross sind. Kann ein Grund sein, ich weiß es nicht. Wer es weiß, kann es mir gerne verraten. Und hier, guck mal hier. Hier sitzt man schön in der Mitte. Man holt sich hier rechts und links, holt man sich hier was zu essen. Hier kann man sich einfach hinsetzen. Das ist hier gang und gäbe. Wir sind hier in Thailand, in Südostasien, da sitzt man auf der Erde mit seinem mitgebrachten Essen.
Also nicht nur gekauft hier, manche bringen sich wirklich Essen auch mit. Hier gibt es Nudeln. Wir schauen mal hier. Diese Nudelstände sind für mich immer ein Wahnsinn. Guck mal hier, hier gibt es einmal die Glasnudeln, es gibt Partei, es gibt die Mama-Nudeln. So, ich sehe kein Preisschild. Was kostet es hier? Ich sehe hier nichts. Kann aber nicht viel sein. Meistens kosten die so um die 20 Baht. Guck mal hier. Alles. Das Ding wird voll gemacht. So viel auch eben reingeht. Und dann obendrauf gibt es hier noch Nüsse und Chilischoten. Ich hatte gerade gedacht, es wären noch Knoblauch oder Schalotten gewesen. Guck mal hier. Das ist doch der Wahnsinn. Und jetzt wird die Kiste zugemacht. Die geht nicht mehr zu. Guck mal, wie viel da drin ist. Ein Wahnsinn. Also wir sind auf diesen Festivals eigentlich immer gerne zum Essen hier. Weniger wegen der Promotion. Es gibt abends auch manchmal Live-Musik. Hier auch wird frittiert ohne Ende. Dieses Ganze nennt sich Stupid Fries. Hier sind frittierte Dumplings. Sehr, sehr lecker, wenn die frittiert sind. Schön knusprig. Dann heiß mit der Soße drauf. Aber es gibt ja auch Pommes. Ja, es gibt hier eine riesen Auswahl. Und alles mit scharfer Soße. Hier wird auch noch gekocht zwischendurch. Hier gibt es einen Krapau. Guck mal hier, verschiedene Arten. Schon alles ausverkauft hier. Muss wieder nachgekocht werden. Das Hackfleisch ist schon in der Pfanne. Es geht weiter. Chicken Krapau. Beef Krapau, alles geht. Ja, also es ist ein Fest für die ganze Familie. Es gibt wohl auch Fahrgeschäfte hier, wie ich gehört habe. Aber das Fest ist wirklich so riesengroß, dass man gar nicht alles erfassen kann, was hier so los ist. Hier gibt es die große Pfanne. Die große Pfanne, die berühmten Oyster-Omelettes hier. Guck mal da. Und alle Stände haben hier gut zu tun. Man sieht es also hier, es ist richtig, richtig was los. Und das ist also wohl hier die Foodmeile, sag ich mal. Da haben wir uns, guck mal hier, die Schlange hier. Also, hier wird angestanden für was genau? Man weiß es gar nicht. Mama-Nudeln. Ja, Mama. Hier. Hier gibt es Yamama. Bist du hier? Ja. Oh mein Gott. Bett neu, genau. Hier ist auch nicht ganz so laut. Hier ist angenehm hier, ja? Also. Leute, ihr seht. Das Rote Kreuz Festival ist auf jeden Fall eine Reise wert. Eine Reise nach Thailand. Ich werde mich morgen hier verabschieden. Das ist also das letzte Video für dieses Jahr aus Bangkok. Für mich geht es morgen zur Weihnachtsreise, Weihnachtsurlaub in die Heimat nach Deutscher Lande. Und ich muss gleich noch einen Koffer packen. Es geht morgen sehr früh los. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns vor Weihnachten noch aus Deutschland, auf jeden Fall. Nicht nur mit der Weihnachtsansprache, sondern auch noch mit dem einen oder anderen Video, vielleicht von einem Weihnachtsmarkt oder Ähnlichem. Bleibt alle gesund, dann braucht ihr keinen Doktor. Wir sehen uns schon sehr bald wieder, vielleicht auch auf der Reise. Ich schaue mal, ob ich mich aus Dubai mal kurz melde. Denn morgen früh bei der Abreise hier, da seid ihr noch in euren süßen Träumen. Da wird es wohl keinen Sinn machen, wenn ich da einen Livestream mache vom Flughafen aus. Aber wer weiß das schon? Alles kann, nichts muss. Also, ich freue mich auf die nächsten Videos aus Deutschland und dann sehen wir uns hier in
Bangkok in Thailand wieder im nächsten Jahr 2024. Bis bald und ciao, ciao.